Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zu einem weiteren Let's Eat, ja. Ja, mal wieder ein Let's Eat. Ich habe Hunger halt und ja, Hunger und ja, Hunger. Ja, auf jeden Fall schon mal Messer und Gabel. Was ist es? Es ist eine fucking Lasagne. Fuck yeah. Ja, mit geil Parmesan noch. Jetzt erstmal schön klein schneiden. Ah, und schon schön verrühren und dann, ja, das ist halt so eine Fertig-Lasagne. Eine Pferdi-Lasagne. Ich habe Hekarim da reingepresst und alles drum und dran. Man kann es sogar noch hören. Hört ganz genau hin. Ja. Ja, geilo. Super geilomatico. Ich bin wie. Wow, wie Garfield. Einfach nur essen. Und dazu noch rattengeilen Parmesan. Oh yeah. Hoffe ich diese Packung hasse. Vor allem im Sommer, wenn man extrem glitschige. Hände hat. Ist das ein bisschen kacke. Und ja, manche werden bestimmt eh schon wissen, ach, du nimmst mal wieder Let's Eat auf. Ach ja, dann muss dein Vater nicht da sein. Ja, er ist nicht da. Deswegen habe ich auch heute mal ein bisschen. Bisschen Dingens aufgenommen. Üs Origin. Beziehungsweise sogar mit Toll fertig aufgenommen. Erstmal schön hier Parmesan drüber. Ach komm, hauen wir den Re letzten Rest auch drauf. So, ja. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal zu essen an hier, ne? Übrigens, das ist die Fertig-Lasagne, weil mir gesagt wurde, ich sollte auch sagen, was das für eine Marke ist und bla und blub. Marke weiß ich jetzt nicht, aber das ist die Fertiglasagne vom Netto, vom Norma. Norma. Ich arbeite beim Norma und kaufe beim Netto ein, ja. Stimmt aber auch. Ja. Oh, scheiße, es war wohl doch ein bisschen viel Käse. Naja, never mind. Ach man, jetzt werde ich nebenbei auch noch angeschrieben. Na, egal. Dann machen wir mal los, ne? Guten. Noch ein Headset ein bisschen runter. Rattengeil. Also, ja, was soll ich sagen? Die Lasagne schmeckt gut. Ja, kann man auf jeden Fall essen. Das waren so zwei Gramm Packungen. Eigentlich hätte ich sie beide machen können, aber wollte man noch eine. Ich wollte mir die andere Hälfte noch aufheben halt. Weil mein Vater ja wie gesagt nicht da ist. Und ja. In nächster Zeit wird das eventuell wieder. Werde ich vielleicht wieder ein bisschen mehr zum Aufnehmen kommen. Von Let's Eat. Aber wie gesagt, es werden auch Kleinigkeiten schon kommen. Und deswegen halt dann auch nicht aufregen, weil so große Sachen. Ich würde es gern machen, aber ich bin kein guter Koch. Und so ein Schnitzel oder ein Steak oder sonst was. Kann ich leider. Wenn ich das mache, schmeckt scheiße. Weil ich esse mein Steak, wenn schon Medium. Schön englisch. Und es schmeckt dann einfach nur scheiße, wenn ich das mache. Mein Vater kann das, ich aber nicht. Aber mir fallen gerade wieder ein paar Sachen ein, die man machen kann. Die man so.
Ja, die man let's eaten kann, sage ich mal. Lasst euch einfach überraschen. Also, ja. Ich denke mal, eh bis dieses Video oben ist, werde ich wieder ein paar andere aufgenommen haben. Mal schauen. Na, ich sehe sogar direkt wieder was, wobei man ein Let's Eat machen könnte. Ja. Muss halt mal schauen. Ja, ich sehe mal wieder hier aus wie der letzte Penner. Ah, seid ihr ja gewohnt. Kurz was trinken. Prost. Njam, njam. Und weiter geht's. Ich bin nebenbei sogar derzeit im Test und in Skype jemand. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber wenn nicht, ich bin in Skype. Und ja, bin gerade erstaunt, dass es wirklich so ruhig ist an einem Sonntag. Ach, fuck. Ja, und das. Let's eat. Ist jetzt auch gleich schon wieder zu Ende. Dann kann ich Lasagne auch schon mal abhaken. Noch mal kurz einen Schluck trinken. Ich pfeife aus allen Löchern. Erst Rülps, dann Furz und als nächstes kacke ich mir in die Ohren. Ich sehe es schon. Naja, auf jeden Fall Teller leer hier. Teller leer. Bauch voll. Und ja, dann würde ich sagen, war's dann mit dem Let's Eat und ich sage ciao, ciao und bis zum nächsten Let's Eat dann. Was jetzt noch? Keine Ahnung. Mal schauen, was kommt. Also, macht's gut, Leute.